du, Herbert? Wir waren gestern Abend aber richtig betrunken, wa? Ich weiß noch, dass wir die letzten Gäste hier waren und als wir draußen waren, plötzlich beide dringend pinkeln mussten. Aber was ich nicht verstehe ist, dass man mein Gepinkel richtig gehört hat. Das hat so richtig schön geplätschert. Aber bei dir hörte man gar nichts. Och, das kann ich dir sagen, wie das kam. Bei dir hat man alles gehört, weil du gegen mein Auto gepinkelt hast. Und bei mir hat man nichts gehört, weil ich dir auf die Schuhe gestrullt habe. Bitte, was hast du? Du hältst dich wohl für unheimlich schlau, weil du schon so alt bist. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht weißt, was die römische Zahl 2 x und 2 y bedeutet. Natürlich weiß ich, was die Zahl bedeutet. Sie bedeutet 2 Bier und 2 Schnaps. Witzbold. Du Herbert, aber sag mal, ich bin jetzt dieses Jahr 9 glücklich mit Lindy verheiratet. Wie lange warst du gleich nochmal glücklich mit deiner Inge verheiratet? 5 Moment mal. Herbert, hatten Inge und du nicht vor ein paar Wochen sogar Kronjuwelenhochzeit? Das sind doch 75 Jahre Ehe. Das ist richtig, aber glücklich verheiratet waren Inge und ich davon nur 5. Letzte Woche habe ich zufällig ein Gespräch zwischen unseren beiden Frauen Lindy und Inge mitbekommen. Meine Lindy fragte Inge, ob sie wüsste, was ihr Arschloch mache, wenn sie einen Orgasmus hätte. Daraufhin meinte deine Inge, dass dann wahrscheinlich ihr Arschloch in der Kneipe sitzen und saufen würde. Mensch, ihr zwei, das kann man ja kaum mit anhören. Bin ich froh, dass ich mittlerweile wieder Single bin. Wenn du überhaupt in einer Beziehung warst. Um deine jetzige Ex-Partnerin hast du schließlich ein riesengroßes Geheimnis gemacht. Was willst du denn jetzt von mir? Willst du mir einen lutschen? Du hast meine Ex-Partnerin schließlich einmal gesehen. Ja, aber da steckte sie im Kostüm einer alten Hexe während den Dreharbeiten zu Der Werwolf vom Silberwald. Aber wie steht's denn jetzt eigentlich mit dir und deiner neuen Nachbarin? Ach, hör mir bloß auf mit der. Bei ihr habe ich verschissen, das alte Bückstück. Wieso das denn? Was ist passiert? Ich habe mich ja nie getraut, mit ihr auszugehen, weil ich immer, wenn ich sie ansehe, eine Riesenlatte bekomme. Also kam mir die Idee, mit ihr auszugehen, mir aber davor meinen Schwanz an mein Bein festzukleben. Gesagt, getan. Der klebt heute noch. Aber als ich dann bei ihr geklingelt hatte und sie im Minirock ihre Wohnungstür öffnete, die geile, diese geile Fotze, habe ich ihr versehentlich ins Gesicht getreten. Mies. Du Opfer. So, ich muss jetzt aber auch wieder los. Schönen Abend noch. Alles klar, Opa Herbert, du alter Ficker. Komm, geh nach Hause. Gute Nacht. Guten Abend, meine lieben Kinder. Gesegnet sei Gott in der Höhe und noch gesegneter seien seine Schöpfungen Hopfen und Malz. Jack, sei doch so lieb und mach mir 3 fertig. 3 auf einmal? Wieso das denn? Ich habe noch 2 Brüder. Mein jüngerer Bruder ist Bischof auf den Falklandinseln und mein älterer Bruder ist Kardinal im Vatikan. Und wir haben uns vor Jahren mal geschworen, jedes Bier gemeinsam zu trinken. Ah, alles klar, das verstehe ich. Zusammen. Oh, guten Abend, Dr. No. Schön, Sie zu sehen. Trinken wir doch einen zusammen. Vielen Dank, Pater. Aber ich bin nicht zum Saufen gekommen, sondern weil ich euch gesucht habe. Kommt doch einmal bitte kurz mit nach draußen. Ich muss mit euch reden.
Nanu? Was ist denn jetzt passiert? Weißt du etwas, was ich nicht weiß, Jack? Nee, Luzi. Ich bin genauso überrascht wie du. Warten wir einfach mal ab. Hast recht. Ach ja, Jack. Kennst du den schon? Sagt ein Gast zur Kellnerin, es würde ihn nicht stören, wenn sie oben ohne servieren würde. Aber wenn das Bier oben ohne wäre, das wäre ein Problem. Da gibt's nämlich keinen Schaum. Du kleiner verfickter Stricher. Weißt du, wie alt dieser Witz schon ist? Letzte Woche haben Archäologen bei Ausgrabungen in Ägypten eine alte Steintafel gefunden, wo der Witz schon drauf stand. War aber bereits schon durchgestrichen. Da bin ich wieder. Jack, hast du schon meine 3 Biere fertig? Nein, ich hatte auf euch gewartet, Hochwürden. Das ist lieb von dir, aber jetzt brauche ich nur noch 2. Nur noch 2 Bier? Was ist denn passiert? Was hat euch Dr. No gerade gesagt? Ist einer eurer beiden Brüder gestorben? Nein, die beiden leben noch. Aber bedingt durch meine Leberwerte darf für mich kein Bier mehr abfallen. Warum steht hinter dir im Regal eigentlich die ganze Zeit eine leere Flasche? Falls mal jemand nichts trinken will.